Die macht Apotheke und bekommt natürlich, weil sie ja heilt, ne? Hier Heilung, Heilung, Heilung grün. Genau. Y. So. Der nächste, den wir brauchen, ist hier. Du bekommst auch eine Weiterbildung. Und zwar im Bereich der Allgemeinmedizin. Dafür haben wir einen Ausbilder. Und los geht's. So, Durchfall und Durchfall. Sehr gut. Ja, schön da reinkotzen. Ihr braucht ein Klo, ne? Vielleicht sollten wir das auch mal machen, weil wenn wir Durchfallpatienten haben, ist es ja immer sinnvoll, auch ein Klo zu haben, oder? Ich frage noch mal. Oh. Perfekt. Waschbecken und Handtrockner. Alles klar. So, Codierung überlastet. Erwägen Sie, Ihre Videoeinstellung zu verringern oder besuchen Sie eine schnellere Encoder-Voreinstellung? Ja, ist klar. Irgendwas stimmt tatsächlich nicht, aber ich weiß nicht warum. Man steckt einfach nicht drin. Wir machen Verlust, das nicht so gut. Den können wir denn mal einstellen? Wolf nimmt Musikwünsche entgegen, gleich nach dem nächsten Song. Ja, man weiß immer nicht, wie man nehmen soll, ne? Wenn dann dich. Ach ja. Puh. Na gut, der kann natürlich alle weiterbilden, ne? Der hier wäre eigentlich ideal für das DNA-Labor, ne? Weil sowohl Diagnostik, aber das hier erhöht Tempo und Effizienz, das brauche ich ja eher nicht. Also ich hätte dann eher zweimal hiervon, zweimal davon und einmal DNA. Ja, der wäre schön, aber will mehr Geld. Bin ich jetzt nicht so für zu haben. Ja, das wäre nicht so schlecht. Also er soll natürlich dann am Ende nicht in der allgemeinen Medizin arbeiten. Ne? Das Blöde bei diesen ganzen Overlays ist, sie sind immer im Weg, oder? Oh, wir haben die ersten Menschen geheilt. Schön. Warum nimmst du nicht das Klo? Musst du in meinen Mülleimer kotzen? Ist doch widerlich. Also manche Menschen, ne? Sehr gut. So, meine lieben Herren,
Das Ding können wir dann eigentlich kopieren, oder? Aber wir brauchen ja Gewinn. Dann gibt es hier auf jeden Fall keine Wartezeiten und die haben was zu tun. Krankenpfleger ist ausgebildet. Assistent. Ja, gut. Ich weiß, ich habe gesagt, ich würde Musikwünsche entgegennehmen. Aber ich muss schon sagen, ihr habt ja einen grässlichen Geschmack. Deswegen bin ich hier der Profi. Ich wähle die Songs aus. Und jetzt wähle ich diesen hier. Ja, gute Wahl, würde ich sagen. So, genau, dann lassen wir unsere Hausmeister, die haben ja hier schön sauber gemacht. Hier sind sie auch auf einem fast guten Weg. Und wir verdienen hoffentlich Geld, oder? Nee. Wir können aber den Medikamentenmixer besser machen. Alles klar. Ja, das kostet alles wahnsinnig viel Geld, oder? Ja, sowas macht man nicht. Ja, aber dafür sind die Overlays schön. Ja, gefällt dir das? Es ist halt irgendwie immer im Weg, ne? Du müsstest eigentlich für jedes Spiel dein eigenes Overlay entwickeln. Das wollen wir ja nicht. So. Ich mach mal Pause. Ich wollte mir gerade in Ruhe einen Tee trinken, aber... Wir müssen ja diesem Patienten was bieten. Und zwar eine Diagnose. Es ist natürlich die Frage, rein vom Personal her, könnte ich jetzt eine neue Krankenpflegerin gebrauchen? Ja, gut, ich kann ja nichts, ich habe ja nichts hier, weil was soll ich mit so einem oder so einem Multifunktionstypen? Die machen mich fertig, ehrlich. Diagnosezimmer. Vielleicht sollte ich auch auf Zimmer gehen, ne? Machen wir eine allgemeine Diagnose. So. Korbstuhl. Ah ja, das Schiri-Regal habe ich geschenkt bekommen, genau. So. Die Kaffeemaschine muss jetzt nicht unbedingt sein, aber Heizkörper. Desinfektion. Recyclingtonne und der Feuerlöscher. Natürlich eine Waage und immer wenn eine Waage kommt, kommen wir nicht drum rum. Wir müssen die Ernährungspyramide dahinter packen. Alles klar und zack. Ich hoffe, die Person ist jetzt glücklich und kann gleich hier durchgehen. Dann schauen wir mal das Personal. Krankenpfleger, genau du, kriegst als Aufgabe nicht das, sondern den Part der Diagnostik. Nicht Behandlung und nichts weiter. Diagnostik hatten wir ja immer lila. Zack. So einfach ist das. Jetzt hoffe ich, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Das wäre immer schön, wenn wir in den Gewinnbereich kommen. Aber ich befürchte... Na, knapp. Jetzt lass mal den Hausmeister in Ruhe. Hier ist Harrison Wolf mit einer weiteren schockierenden Enthüllung von der dunklen Seite.
Ihr glaubt, ihr werdet nur von der Regierung überwacht? Und was ist mit der Natur? Was hast du denn hier? Fingerabdrücke sind die ursprünglichste Form einer Kennnummer. Die Natur überwacht jede eurer Bewegungen und weiß immer, wo ihr gerade seid. Denkt mal darüber nach, wenn ihr das nächste Mal wandern geht. Jetzt mach mal das Ding hier ganz. Also manche Leute, ne? Ganz ernsthaft. Schlechtes Bauchgefühl, Apotheke, alles klar. Und befördern dürfen wir auch. Machen wir, ist doch gar kein Problem. Weiterbildung Geisterjäger ist auch abgeschlossen. Das wird repariert, alles klar. DNS-Labor. Da müssen wir mal abwarten, bis wir das brauchen. Dich könnte ich mal ausbilden in Kundenbetreuung. Kostet natürlich alles Geld, aber macht ja am Ende auch Sinn, die Leute möglichst schnell auszubilden. Dann brauchen die irgendwas zu essen und zu trinken. So. Ist alles ein bisschen hingeklotzt in diesem Krankenhaus, aber egal. Gewitter. Also hier sind es Gewitter. Ne, was freue ich mich darüber. Hauptsache, es wird keiner getroffen. So, bilde 3 Mitarbeiter weiter. Wir sind dabei. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Ich weiß zwar noch nicht, für was ich dich ausbilde, aber... Das ist schon mal ganz gut. Tja. Dann machen wir mal eine Psychiatrie eben fertig. Ne? Und Niklas schreibt so, ich bin jetzt wieder voll da. Du musst theoretisch nur für jedes Spiel eine eigene Szene und alles halt auf das Spiel anpassen. Und haben wir jetzt für morgen schon was Festes? PS, hallo YouTuber, ihr könnt mich ja jetzt hier sehen. Zusammengeflickte Monster. Wieso können die dich sehen? Ach ja, die können dich jetzt sehen, ne? Ja, die können dich jetzt sehen. Das Overlay wird ja mit aufgenommen. Ach, wie fürchterlich. Da müsste ich mir eigentlich auch noch was einfallen lassen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Sachen aufzunehmen ohne das Overlay? Den Text kann man auch kaum lesen, oder? Ich bin mit dem Overlay irgendwie noch nicht zufrieden. Kannst mir sagen, was du willst. Irgendwie bin ich damit noch nicht zufrieden. Also in allen anderen Bereichen mag das ja super sein, ne? Aber hier so im Game, ich weiß nicht. So richtig glücklich macht mich das noch nicht. Vielleicht sollte ich das jetzt mal ausschalten. Doc Brown aufs Dach, bitte. Doc Brown aufs Dach. Keine Ahnung, wenn du den Text weiß machst und deinen Hintergrund so circa 10% transparent machst. Ja. Gar nicht so einfach.
Aber aktuell gefällt es mir nicht. So, wir machen mal das Ding hier fertig und ich gehe mal eben. Ich mache mal das Overlay aus. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf uns verteilt haben. Muss ich nochmal dran.